Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrter Herr Schierser, Präsident des ETH-Rates, Herr Möser, Entschuldigung, neuer Präsident der ETH Zürich, sehr geehrter Herr Schierser, Präsident des ETH-Rates, ich begrüße ganz herzlich zu dieser Medienkonferenz zur Wahl des neuen Präsidenten der ETH Zürich. Wir machen es so, dass wir dieses Personalgeschäft vorziehen. Herr De Bernardi wird später dazukommen und noch zur Bundesratssitzung zusammen mit dem Bundesrat Auskunft geben. Ich gebe Ihnen das Wort, Herr Bundesrat. Vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr verehrter Herr Fritz Schiesser. Tout d'abord, mon cher Monsieur le Président de l'EPF 7, je me réjouis énormément de vous présenter cet après-midi. Le Conseil fédéral a nommé aujourd'hui le professeur Joël Meuseau à la tête de l'EPF 7. Il prendra ses fonctions le 1er janvier de l'année prochaine et au nom du Conseil fédéral, j'adresse mes plus vives félicitations à vous, M. Meuseau. Je vous souhaite tout le meilleur dans cette éminente fonction. Und das brauche ich nicht zu betonen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wie wichtig unser ETH-Bereich ist. Wir sind bei den innovativsten, wir sind bei den wettbewerbsfähigsten, wir sind bei den beschäftigsten. Sie kennen diesen Tenor. Die ETH spielt eine ganz wesentliche Rolle dabei. Herr Meuseau folgt auf Professor Lino Guzzella, der die ETH Zürich 4 Jahre geführt hat und auf eine zweite Amtszeit verzichtet. Der Bundesrat und ich danken natürlich Lino Guzzella sehr herzlich für seine Verdienste. Er hat sehr beachtliche Verdienste, er hat sich enorm für das Institut engagiert. Und ich habe ihm gestern und heute telefonisch noch einmal gedankt und ihm seine Leistungen anerkannt. Wir können die nicht hoch genug einschätzen. Die heutige Wahl durch den Bundesrat erfolgte gemäß Prozedere des ETH-Gesetzes. Und zwar auf Antrag meines Departements hat der Bundesrat beschlossen. Und ich habe aufgrund einer einstimmigen Empfehlung des ETH-Rates, der Präsident Fritz Schiesser sitzt hier, die Empfehlung an den Bundesrat abgegeben. Ich habe schon gesagt, wir freuen uns sehr, dass Herr Meuseau sich dem anspruchsvollen Amt stellt und sich diese Herausforderung annimmt. Ich bin überzeugt, dass das eine Erfolgsgeschichte werden wird. Die Wahl der Persönlichkeit, welche einer der weltweit besten, renommiertesten Hochschulen in die Zukunft führt, ist von höchster Bedeutung. Und eben nicht nur die ETH Zürich, sondern nicht nur für die ETH Zürich, sondern für das ganze Land. Herr Meuseau bringt einen beeindruckenden Leistungsausweis mit, er bringt breite Erfahrung mit und er bringt auch ein starkes Netzwerk in Forschung und Lehre mit. Er wird dazu vor allem seinerseits sprechen. Er kennt die ETH Zürich bestens aus Sicht des Physikstudenten, dann des Doktoranden, des Laborleiters und dann als Professor. Und er ist auch Professor an der EPFL und schlägt damit bereits eine Brücke zwischen Zürich und Lausanne. Das ist ein Gewinn. Und das zeugt von seiner hervorragenden wissenschaftlichen Kapazität und seiner integrierenden Persönlichkeit. Herr Meuseau ist seit 10 Jahren Direktor des Paul-Scherrer-Instituts. Er ergänzt damit seinen ausgezeichneten Ruf als Wissenschaftler mit anerkannten, hervorragenden Managementqualitäten und ich kenne und schätze Herrn Meuseau seit vielen Jahren. Er ist die richtige Persönlichkeit für diese
außerordentlich spannende, aber auch anspruchsvolle Aufgabe. Über die 10 Jahre im Amt des PSI-Direktors ist er in seinem Stil, seiner Ruhe, seiner Bescheidenheit und seinem feinen Humor treu geblieben. Keine Zwischentöne. Und über die 10 Jahre hat er immer sehr genau gewusst, wohin er mit dem PSI wollte. Und der Höhepunkt unter seiner Leitung am PSI war zweifellos die Inbetriebnahme des Röntgenlasers Swissvel im Jahre 2016. Das PSI ist mittlerweile national und international derart renommiert, dass es nur noch einen kleinen Teil der interessierten Forschenden aufnehmen kann. Und Joël Meuseau wurde mit dem renommierten Latsis-Preis ausgezeichnet und ist, um es noch einmal zu sagen, als Physiker international anerkannt. Und er gehört auch zu jenen, die sowohl in den USA wie auch in Frankreich geforscht haben. Fritz Schiesser wird jetzt die Präsentation fortsetzen. Wir sind überzeugt, dass wir einen Brückenschlag von Zürich ETH nach Lausanne EPFL erreichen können, dass wir den übrigen ETH-Bereich integrieren zusätzlich. Es wird ein Gewinn sein für die Hochschullandschaft der Schweiz. Und wir wollen mit der ETH, mit dem ETH-Bereich, und es gehören immer beide Seiten dazu, die welsche wie die deutsch-schweizerische. Wir wollen unter den besten technischen Hochschulen dieses Planeten bleiben. Wir sind unter den besten 10 und das muss weiterhin die Ambition sein. Durch die digitale Transformation befinden sich nicht nur die Forschung und die Lehre, sondern auch die Wirtschaft und die Gesellschaft im Umbruch. Auch das ist eine sehr wichtige Ansage und nicht zum ersten Mal hier vorgetragen. Der ETH Zürich und dem ETH-Bereich generell kommen in dieser Zeit des Wandels wichtigere Rollen zu als bisher. Und wichtig ist, dass die Institutionen sich gegenseitig herausfordern und zu Höchstleistungen anspornen. Und auch wichtig ist, dass sie sich im richtigen Maß ergänzen und unterstützen. Das stärkt den Bereich als Ganzes und seine nationale und internationale Anziehungs- und Strahlkraft. Und in diesem Sinne wünsche ich natürlich Professor Meuseau nur das Allerbeste und erlaube mir noch 2 Sätze aus einer Reise nach Korea, die Joël Meuseau auch mitgemacht hat. Wir haben am Tisch gesessen, Samsung Management, hier die Professorenschaft, auf der einen Seite Zürich, auf der anderen Seite Lausanne. Ich habe das Wort nach Lausanne gegeben, dann sind die Deutschschweizer nervös geworden, dann habe ich das Wort in die Romandie gegeben, die Rülpser kamen aus der Deutschschweiz. Ich habe mich etwas geniert vor den höchststehenden Samsung-Managern und wurde erlöst, als der oberste Chef uns spätabends gesagt hat, das war jetzt eine wundervolle Demonstration, die Intellektualität der Schweiz am Tisch, eine Repräsentanz eines kleinen Landes in Competition. Offensichtlich challenged ihr euch jeden Tag und bei jeder Gelegenheit. Und jetzt verstehen wir, weshalb ihr so weit vorne in der Rangliste seid. Er gehört auch dazu. Und jetzt nicht auf der einen oder der anderen Seite, sondern in der Mitte. Ich mache Ihnen jetzt nicht Platz. Das Wort geht zuerst hier zu Fritz Schiesser. Herzlichen Dank, Herr Bundesrat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Joël, ich möchte mit einer Dankesadresse weiterfahren.
und gehe in die Mitte, möchte dem Chef des WBF, Herrn Bundesrat Johann Schneider-Ammann, herzlich danken. Wir wissen ja, dass er dieses Amt auf Ende Jahr aufgeben wird. Herzlich danken für die geleistete Arbeit und die ausgezeichnete Zusammenarbeit und stete Unterstützung in den vergangenen Jahren. Il a été un moteur important pour le domaine des EPF et pour la formation en général au niveau suisse. Cela ne concerne pas seulement le domaine des EPF, mais aussi la formation professionnelle et la recherche de pointe. Ganz herzlichen Dank, Herr Bundesrat Schneider-Ammann, für diesen großen Einsatz als großer Förderer nicht nur des ETH-Bereichs, sondern auch der Bildung in der Schweiz ganz allgemein. Und dazu gehört natürlich auch Berufsbildung bis Spitzenforschung. Herzlichen Dank. Merci beaucoup. Ich will mit einem Dankeswort noch weiterfahren an jemanden, der nicht hier unter uns sitzt, an Lino Guzzella. Lino Guzzella war 3 Jahre Rektor der ETH Zürich, also 3 Jahre die Nummer 2, und jetzt 4 Jahre Präsident, also insgesamt 7 Jahre in leitender Position, führender Position der ETH Zürich. Er hat die Top-Position der ETH Zürich gestärkt, hat strategische Initiativen wie Critical Thinking oder Strategie ETH Plus, Bachelor in Medizin eingeführt, Ernennung von Frauen zu Professorinnen und Professorinnen ein ganz besonderes Gewicht gelegt. Ich möchte Lino Guzzella namens des ETH-Rates auch an dieser Stelle ganz herzlich danken für seinen großen Einsatz als Rektor, aber auch als insbesondere als Präsident der ETH Zürich. Nun interessiert Sie wahrscheinlich das Verfahren und der Ablauf, wie der ETH-Rat zu seinem Entscheid gekommen ist und dem Chef des WBF, Herrn Bundesrat Johann Schneider-Ammann, zuhanden des Bundesrates diesen Vorschlag unterbreitet hat. Das Profil wurde im ETH-Rat erarbeitet und diskutiert. Wir haben ja in den letzten Jahren 2-mal solche Präsidentenwahlen gehabt, einmal für die ETH Zürich, einmal für die EPFL. Und dabei haben wir auch die Professorenschaft der ETH Zürich einbezogen. Das ist Tradition innerhalb des ETH-Bereichs. Wir haben international renommierte Forscherinnen und Forscher gesucht, Erfahrung in Führung von Forschungsorganisationen, Kenntnisse, und das ist ein ganz wichtiges Element, Kenntnisse der Schweizer Bildungs- und Forschungslandschaft und der Schweizer Politik, weil der ganze ETH-Bereich und insbesondere natürlich auch die größte Institution, die ETH Zürich, eben einen ganz besonderen Schwerpunkt innerhalb dieser Bildungslandschaft stellt und enge Beziehungen mit der Politik pflegt. Deshalb muss man die Schweizer Politik und das Schweizer Politiksystem kennen. Dann eine Persönlichkeit mit Sozialkompetenz, Durchsetzungsvermögen, Konfliktfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit. Das war das Profil, das der ETH-Rat in den zentralen Punkten formuliert hat. Die Suche verlief auf 3 Schienen. Erstens, wir haben eine Ausschreibung vorgenommen, national und international in den verschiedensten Medien. Zweitens, wir haben um Vorschläge gebeten von verschiedenen Gremien aus dem ETH-Bereich, aber auch von außerhalb, und es sind Vorschläge eingegangen. Und wir haben einen Headhunter eingesetzt mit internationaler Ausrichtung. Auf diesen 3 Schienen wurden mögliche Nachfolgerinnen und Nachfolger gesucht. Insgesamt kamen so über 40 Bewerbungen und Nominationen zusammen.
Ein Ausschuss des ETH-Rates mit Einbezug der Vertreter der Professorenschaft der ETH Zürich hat sich um diese Vorprüfung gekümmert und hat eine Shortlist erstellt. Es fanden Gespräche statt und intensive Gespräche. Und Joël Mezeau war der Kandidat, der letztlich vom nicht nur vom Ausschuss eben auf dieser Shortlist, sondern vom ganzen ETH-Rat und dem ganzen Gremium auserkoren wurde. Herr Bundesrat Schneider-Ammann hat es bereits gesagt, der ETH-Rat hat sich einstimmig für Joël Mezeau als neuen Präsidenten der ETH Zürich ausgesprochen und demzufolge dem Bundesrat auch einen entsprechenden Antrag unterbreitet. Aus unserer Sicht hat Joël Mezeau folgende Fähigkeiten: international angesehener Forscher, eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit, hat das PSI in den letzten Jahren ausgezeichnet entwickelt, diskret, klar und effizient und effektiv. Joël Mezeau ist mehrsprachig, Deutsch, Französisch und Englisch und ich denke auch Spanisch. Er hat viel Erfahrung im Umgang mit verschiedenen Gruppierungen, mit der Politik, mit Wissenschaftlerinnen, Vertreterinnen der Wirtschaft und mit der Bevölkerung. Er kann komplexe Wissenschaft anschaulich erklären und er ist ein guter, zurückhaltender Kommunikator. Als Professor kennt er die ETH Zürich und wie wir gehört haben eben auch die EPFL. Und aufgrund seiner Herkunft aus der Westschweiz kennt er natürlich auch die Verhältnisse in der Westschweiz bestens. Und last but not least, er hat immer eine gesunde Prise Humor, trockenen Humor und die kommt ab und zu dann recht gut zum Tragen. Frauenfrage, das wird Sie sicher ebenfalls besonders interessieren. Es gab vielversprechende Kandidatinnen und mögliche Kandidatinnen. Allerdings haben wir, und das ist zu bedauern, auch Absagen erhalten von Frauen, von denen wir ausgegangen sind, dass die hätten die Fähigkeiten dafür, eben dieses Amt oder vielleicht auch einmal in Zukunft ein anderes Amt in dieser Kategorie zu übernehmen. Auch das ist, und das möchte ich hier unterstreichen, Frauenförderung, dass in einem solchen Prozess Frauen angesprochen werden, von denen man ausgeht, die hätten das Zeug zu solchen Positionen. Und wenn es nicht heute klappt, dann klappt es morgen. Das möchte ich hier ebenfalls herausgehoben haben. Joël Mezeau hat alle Stufen an der ETH Zürich durchlaufen. Vom Studenten bis zum Professor. Aus der Westschweiz kommend, wohnt er nun schon sehr lange im Kanton Aargau. Er hat 2008 ja das PSI übernommen. Er ist trittsicher auf dem Parkett der Aargauer Politik und ich denke, das hat er bei verschiedenen Auftritten auch hier in Bern bewiesen, auch auf dem eidgenössischen Parkett. Der Park Innovare ist ein schönes Resultat dieses Einsatzes und dieser Zusammenarbeit und auch dieser Diskussionen mit der Politik. Joël Mezeau a été simultanément professeur à l'ETH Zurich et à l'EPFL, même s'il devra à présent renoncer aux tâches qu'il réalise à l'EPFL. En plus d'une concurrence saine, il est aussi important d'avoir une bonne collaboration entre ces deux institutions cruciales. Le Swiss Data Science Center est un bon exemple des liens fructueux entre les deux écoles. J'ai reçu aujourd'hui un autre exemple de collaboration. Nous avons obtenu un bourse ERC Synergy Grant d'un montant important
pour le domaine des EPF. Cette bourse a été attribuée au PSI, à l'ETH Zurich, à l'EPFL et à l'Université de Stockholm. C'est un exemple extraordinaire pour démontrer quelle force il y a dans ce domaine des EPF si les institutions collaborent intensivement. Nicht nur die nationale, sondern auch die internationale Zusammenarbeit ist für den ETH-Bereich, für die Schweizer Wissenschaft im Allgemeinen sehr wichtig und Joël Mösot wird auch auf diesem Gebiet sich entsprechend einsetzen. Zu diesem Austausch hat Joël Mösot sicher auch seine Vorstellungen. Ich freue mich sehr über die weitere Zusammenarbeit mit Joël Mösot. Ich freue mich, dass wir mit ihm einen hervorragenden Forscher, aber auch eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit gefunden haben und möchte Joël Mösot im Namen des ETH-Rates, aber auch des ganzen ETH-Bereichs zu seiner Wahl durch den Bundesrat ganz herzlich gratulieren. Je ne sais pas si Joël, tu es le premier roman à la tête de l'ETH Zurich. Il faut clarifier cette question plus tard. En tout cas, c'est un bon exemple pour démontrer clairement que tout est possible dans notre pays. Joël, darf ich dir das Wort weitergeben? Vielen Dank, Herr Bundesrat, Herr Präsident des ETH-Rats, meine Damen und Herren. Also vielen Dank für die berührenden Worte. Ob Sie heute etwas von meinem feinen Humor hören werden, bin ich nicht sicher. Ich bin zu angespannt. Also es ist für mich eine große Ehre und Freude, die Leitung der ETH Zürich ab Januar zu übernehmen. Und für das große Vertrauen möchte ich dem Bundesrat und dem ETH-Rat bedanken. Es wurde mehrmals erwähnt, die ETH Zürich ist einer der besten Hochschulen der Welt. Und das hat viel mit der Arbeit von Lino Guzella, das wurde schon zweimal gesagt, aber es ist mir wichtig, das nochmals zu betonen. Und es zeigt auch die Exzellenz des Lehrkörpers und von den Forschenden an der ETH Zürich. Ich sehe die Rolle des Präsidenten wie folgt. Er ist ein Botschafter. Er muss erklären, wofür die ETH steht, wieso ist die ETH wichtig für die Schweiz und auch, wieso ist die Grundlagenforschung so wichtig für die Schweiz. Ich gebe ein Beispiel als Mandat vom Parlament und vom Bundesrat. Die ETH Zürich und die EPFL haben bekommen die bestmögliche Ausbildung für Natur- und Ingenieurwissenschaften anzubieten. Und das im Konzept vom Gesamtbildungssystem mit der Berufsbildung, mit den Fachhochschulen, mit den Universitäten, das gibt ein von den besten Bildungssystem der Welt, wenn nicht das beste Bildungssystem der Welt. Und ich bin sicher, der Bundesrat wird uns nicht widersprechen. Dann die zweite Rolle ist wie ein Headhunter oder ein Rekrutierer. Der Präsident muss sicherstellen, dass die besten Professorinnen und Professoren an der ETH berufen werden. Das ist wichtig, um das Weltwissen voranzutreiben. Das ist wichtig, um die Kompetitivität der Schweiz sicherzustellen. Drittens, die Strategie. Er ist verantwortlich für die Strategie. Und mit der Schulleitung, mit den 14 Departementen an der ETH Zürich, muss man die Strategie der ETH Zürich ständig weiterentwickeln. Und das ist umso wichtiger, weil ernsthafte Herausforderungen im Bereich Forschung, Lehre und Innovation vor uns stehen. Ich will ein paar Beispiele geben. Also es sind genug Herausforderungen, aber nur ein paar. Zum Beispiel externer Natur. Werden wir die Schweiz weiter am EU-Forschungsprogramm in die Zukunft auch assoziiert? Das ist eine große Sorge für uns. Wie kann man sicherstellen, dass die Schweiz kompetitiv bleibt? Letzte Woche war ich in Peking und die Chinesen investieren Milliarden in mehreren neuen Forschungszentren, Universitäten.
Da müssen wir auch mithalten können. Es gibt auch technische Herausforderungen und Digitalisierung wurde schon erwähnt. Auch das Thema Cybersicherheit, Cybersecurity ist ganz wichtig. Ich glaube, Sie wissen besser als alle anderen die Medien, was die Digitalisierung bewegt. Aber das ist genau dasselbe bei der Medizin, das ist genau dasselbe bei den Energiesystemen oder bei der Kommunikation. Und das ist nur ein Beginn. Ich glaube, es kommt ein richtiger Digital-Tsunami auf uns zu. Und wir müssen uns vorbereiten dafür. Deshalb plädiere ich für wirklich eine nationale Initiative. Und national, weil alle Akteure müssen davon profitieren. Je continue en français, pour montrer que je peux aussi parler français. Et je pense que le domaine des écoles polytechniques et les PFZ ont des atouts majeurs pour participer à cette initiative digitale. Et un des atouts qui est vraiment unique, je veux dire dans le monde entier, c'est la capacité et la compétence de pouvoir non seulement créer des composantes, mais également des systèmes dans leur entier. Je veux donner un exemple dans le domaine de la cybersécurité qu'on est en train de réaliser avec l'ETH de Zurich et le PSI. Des professeurs de l'EPFZ ont développé des concepts très innovants pour sécuriser l'Internet. Et dans le domaine des EPF, nous avons également des infrastructures d'une dimension telle que ces infrastructures sont proches des standards industriels. Je pense au supercomputer à Lugano, je pense au Swiss Plasma Center à l'EPFL ou bien à le centre de protonthérapie à l'Institut Paul Scherrer. L'idée est d'utiliser ces infrastructures pour démontrer la capacité de ces nouveaux concepts. Ce qu'on obtient avec ça, c'est qu'on peut réaliser des concepts à des échelles proches des standards industriels, on les rend plus robustes et on accélère le transfert de technologies. Si on peut systématiquement développer ce genre d'approche dans le domaine médical, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'éducation, je suis sûr qu'on aura fait un grand pas pour assurer la compétitivité de la Suisse. Merci pour votre attention. Vielen Dank, Herr Bundesrat. Vielen Dank, Herr Präsident des ETH-Rates, Herr Präsident der ETH. Ich komme damit zur Fragerunde und nehme gerne die Fragen entgegen. Wer möchte die Fragerunde eröffnen? Wer hat eine Frage aus der Runde? Ja, bitte. Ich habe eine Frage an Herrn Schiesser. Die ETH hatte ja im vergangenen Jahr auch einige Unruhe, einige Probleme, sei es am Astronomischen Institut oder auch darüber hinaus. Sind diese Probleme aus Ihrer Sicht geklärt oder gehört es auch zur Aufgabe des neuen Mannes an der Spitze, diese Probleme auszuräumen? Ja. Also die Probleme dauern auch dieses Jahr noch an. Das heißt, die Verfahren, um diese Probleme zu lösen, ich denke, abgesehen von diesen Fällen, die bekannt geworden sind, ist das auch eine Kulturfrage und solche Kulturwechsel dauern weiter. Natürlich haben wir auch rechtliche Verfahren und diese rechtlichen Verfahren, die nehmen den gesetzlichen Verlauf. Das ist auch hier der Fall. Die Probleme sind also noch nicht gelöst, sondern der neue Präsident wird sich auch damit auseinandersetzen müssen und damit beschäftigen müssen. Das ist natürlich, man übernimmt das, wie die Schule Ende Jahr dasteht und das gehört auch dazu. Weitere Fragen? Herr Häfiger? Ich möchte noch eine Frage an Bundesrat Schneider-Ammann zu einem anderen Thema stellen, einfach damit Sie mich vormerken. Wir können schon nur, so soll ich jetzt gleich, oder? Jetzt reden wir zur ETH, aber ich bin im Anschluss daran immer noch hier. Weitere Fragen zum Thema der Pressekonferenz? Wenn das nicht der Fall ist, dann begrüße ich Herrn Vizekanzler De Bernardi auf dem Podium und bitte ihn, zur Bundesratssitzung noch Stellung zu nehmen.
Besten Dank, Herr Bundesrat, Monsieur le Président, Frau Eckenberger, gentili Signore e Signori. Wir möchten auch bei dieser Pressekonferenz Ihnen die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen zur Bundesratssitzung. Ausnahmsweise am Schluss der Pressekonferenz. Ich nehme an, aufgrund der Medienberichterstattung, dass Sie auch Fragen haben zum Fall Saudi-Arabien. Dazu kann ich wie folgt informieren. Der Bundesrat hat mit großer Betroffenheit vom gewaltsamen Tod des saudischen Journalisten Khashoggi Kenntnis genommen und es spricht den Angehörigen sein tiefes Beileid aus. Der Bundesrat betont die Notwendigkeit einer sofortigen, gründlichen und transparenten Untersuchung der Todesumstände und erwartet, dass die Schuldigen zur Verantwortung gezogen werden. Der Bundesrat ist beunruhigt über die Zunahme der Gewalt gegenüber Journalistinnen und Journalisten weltweit. Die Schweiz setzt sich aktiv für die Meinungsäußerungs- und Pressefreiheit ein. Diese muss gewahrt werden. In Bezug auf allfällige Sanktionen ist weiterhin abzuklären, was geschehen ist. Sollte der UNO-Sicherheitsrat Sanktionen ergreifen, wird die Schweiz diese umsetzen. Sollte die EU Sanktionen ergreifen, wird die Schweiz in enger Absprache mit ihren EU-Partnern prüfen, ob sie diese nachvollzieht. Der Bundesrat bewilligt seit 2009 keine Kriegsmaterialausfuhren mehr nach Saudi-Arabien. Ausnahmen sind Lieferungen von Ersatzteilen und Munition zu bereits früher bewilligten Waffensystemen sowie Feuerwaffen zu privaten Zwecken. Im 2016 hat der Bundesrat zudem beschlossen, Gesuche, bei denen ein erhöhtes Risiko für eine Verwendung im Jemen-Konflikt besteht, abzulehnen. Mit Bezug auf Saudi-Arabien hat dies zur Konsequenz, dass seither nur noch Ersatzteile und Munition zu Flugabwehrsystemen bewilligt wurden, bei denen kein Grund zur Annahme besteht, dass sie in Jemen eingesetzt werden. Die betroffenen Unternehmen werden entsprechend sensibilisiert. Soweit zur Bundesratssitzung von heute Morgen. Ich weiß nicht, ob Sie Fragen haben. Frag mir. Also ich hätte noch eine Frage zu einem anderen Thema, und zwar, ob der Bundesrat heute nochmals diskutiert hat, Fragen rund um den UNO-Migrationspakt, nachdem die SPKN eine Motion eingereicht hat, die verlangt, dass er diesen Pakt dem Parlament vorlegt. Nein, der Bundesrat hat materiell noch eine kleine Vorgehensdebatte gehabt, aber materiell hat er die Frage nicht mehr besprochen, nein. Und beim Vorgehen hat sich etwas geändert? Nein. Also kann ich nachfragen, das heißt, er hat weiterhin vor, diesen Pakt in Marokko zu unterzeichnen? Das war nicht Gegenstand der Debatte heute Morgen. Weitere Fragen zur Bundesratssitzung, Frau Imboden? Ich habe eine Frage zur Europapolitik. Hat der Bundesrat über den Stand der Verhandlungen gesprochen heute und wann gedenkt er zu informieren über die nächsten Schritte? Besten Dank. Der Bundesrat wird praktisch bei jeder Sitzung über den Stand der Außenpolitik informiert. Das ist ein stehendes Agendathema und er wird zu gegebener Zeit dann über das weitere Vorgehen informieren. Frau Christen. Nochmal zu Saudi-Arabien. Waren auch geplante bundesrätliche Besuche dort ein Thema? Falls ja, was wurde beschlossen? Ja, der Bundesrat hat beschlossen, dass er auch das nochmals aktiv prüft, eben unter Berücksichtigung der laufenden Entwicklung. Lei ha citato eventuali sanzioni dell'ONU, dell'Unione Europea, quindi la Svizzera andrebbe poi a discutere insomma, con i partner e verificare che l'opportunità, analizzare l'opportunità di eventuali sanzioni, ma sulla sospensione della fornitura di questi pezzi di ricambio di armamenti, anche se non sono vere e proprie armi, è stato discusso un'eventuale sospensione verso l'Arabia Saudita della fornitura dei pezzi di ricambio o di munizioni. È stato discusso e appunto il Consiglio federale, come detto prima, sensibilizza dal 2009 non fa più forniture, dal 2016 ancora rafforzato, come dicevo prima, e sensibilizza le imprese nella situazione attuale, alla situazione attuale sulle sensibilità di questo incarto. Sì. Frau
Questo è sempre stato detto anche dalla SECO nei rapporti annuali delle esportazioni, però quello che rimane al di là della sensibilizzazione, non è stato discusso una sospensione alla luce degli ultimi eventi, in sostanza? Guardi, posso solo ripetere quello che ho detto prima. Sono il Consiglio federale ha discusso di questa tematica e ha informato, come prima, che ritiene questa situazione, appunto, che bisogna essere estremamente sensibili e attenti. Frau Christen? Waren auch Dienstleistungen gegenüber Saudi-Arabien ein Thema? Ganz konkret der Unterhaltsvertrag von Pilatus, wurde das diskutiert? Der Bundesrat hat, wie gesagt, eben diese Kriegsmaterialausfuhren diskutiert. Er ist sich bewusst, dass das sehr sensibel ist unter dem Lichte der Ereignisse. Wir wissen, dass dieser Journalist gewaltsam umgekommen ist, und er wird das laufend jetzt prüfen und anschauen im Lichte der Erkenntnisse. Herr Häfliger? Ich habe zuerst eine Nachfrage zur Frage von meiner Kollegin vorhin. Sie haben gesagt, er prüft Besuche, also geht es hier konkret um den Besuch des designierten Bundespräsidenten Ueli Maurer, oder geht es noch um andere Besuche, die möglicherweise geplant sind und jetzt geprüft werden? Frage 1 wäre das. Und habe ich Sie bei Ihren Ausführungen zu den Kriegsmaterialexporten richtig verstanden, dass man heute eigentlich keinen Beschluss oder eine Änderung der bisherigen Politik beschlossen hat? Habe ich das richtig verstanden vorhin? Die Planung, es war insbesondere in der Tat die Planung der Reise von Bundesrat Maurer nach Saudi-Arabien mit einer Delegation des Finanzplatzes, das wird eben im Lichte der jüngsten Entwicklungen überprüft zurzeit, ja, in der Tat. Frau Facki? Ja, noch kurz, also Frage 2 von Herrn Häfliger wäre noch offen. Es gibt keine neuen Beschlüsse in Bezug auf Kriegsmaterialexporte. Meine Frage wäre, gibt es irgendwelche Beschlüsse oder gab es Diskussionen über die Vertretung saudischer Interessen im Iran und vice versa? Seit dem 25. Oktober 2017 vertritt die Schweiz die Interessen Saudi-Arabiens im Iran, das Schutzmandat. Und die Schweiz vertritt auch die Interessen des Irans in Saudi-Arabien. Und der Bundesrat ist der Ansicht, dass es wichtig ist, diesen Kanal offen zu halten. Gibt es noch abschließende Fragen zur Bundesratssitzung? Ich sehe keine Fragen mehr. Dann beschließen wir diese Pressekonferenz. Herzlichen Dank.